Hallo, mal wieder vor dem Rio und vielen herzlichen Dank fürs Däumchen drücken, hat wunderbar funktioniert. Ich bin in Tag 2 vom 1500er Side-Event Nummer 11. Es sind noch 300 Leute drin, es müssen noch knapp 30 Leute raus, dann sind wir im Geld. Ich bin 101. sowas um den Dreh in Chips, also alles überhaupt gar kein Problem. Ich wollte euch noch ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe zwei ganz tolle Hände. Und zwar die erste Hand hatte ich Pot Odds 4-2 im Big Blind 4 Mannheim gecallt und ja, nach dem Flop trifft mein Gegner das Set, checkt es aber zu mir rüber, auf dem Turn bekomme ich die Straße. Hab einen riesen Pot mitgenommen, habe direkt mal in der ersten Stunde mehr als verdoppelt. Wie sich herausstellte, war das Joshua Tyman und der war keine halbe Stunde später auf der Bühne und holte sich sein Bracelet an für das Shootout-Turnier. Sehr geile Sache. Dann habe ich mit Eric Lindgren am Tisch gesessen. Battle of the Blinds, ich im Big Blind, er im Small Blind. Ich habe meine Pot gezixten, er füllt auf, ich raise natürlich, er re-raised, ich calle. Ich floppe mein Full House, er seinen Flush Draw. Auf dem Turn bekommt er den Flush und wir battlen uns so dermaßen auf dem River, dass er halt schließlich wegschmeißen muss, aber es war ein riesiger Pot. Da war ich dann hoch auf 30.000 oder sowas, nochmal zur Erinnerung, mit 4.500 haben wir angefangen. Das Coole an der Sache, okay, er hat weggeschmissen, er ist ein Profi, aber er wollte unbedingt wissen, was ich gehabt habe. Wir haben uns noch sehr nett unterhalten und ich glaube, ich habe einen neuen Freund gefunden. Besser kann es nicht laufen. Drückt mal nochmal die Daumen, vielleicht wird es ja ein Bracelet. Wir hören uns dann später. Bis dann. Ciao.